Willkommen Leute, heute geht es um das Thema gesunde Ernährung kann gefährlich sein. Und zwar in Bezug auf Medikamente. Ja, ich gebe euch jetzt zwei Beispiele dafür. Beispiel Nummer 1. Ihr geht zum Arzt, ihr habt Bluthochdruck und der Arzt verschreibt euch Pillen gegen Bluthochdruck. So, und in diesem Moment denkt ihr euch, ja, ich muss irgendwas an meinem Leben ändern. Ja, okay, ich stelle meine Ernährung um, sagen wir vom Fleischesser zum Veganer. Und ihr nehmt gleichzeitig diese blutdrucksenkenden Medikamente. Was kann passieren? So, Punkt Nummer 1, die vegane Ernährung wird euren Blutdruck wieder auf normal bringen, auf den Normalwert. Und dadurch, dass ihr die Pillen nehmt, kommt ihr in einen zu niedrigen Blutdruck, ja, was auch sehr schlecht ist. Von daher, ne, muss man da sehr aufpassen. Das Problem dabei ist auch, wenn ihr sagt, okay, ich sag's meinem Arzt, ja, vielleicht weiß der Arzt das gar nicht. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass er es nicht weiß. Ja, von daher müsst ihr erstens natürlich das mit eurem Arzt besprechen und zweitens müsst ihr selbst recherchieren, ja, ob die Umstellung, also ihr schraubt so gesagt an zwei verschiedenen Reglern rum. Ja. Eins ist Medikament und ein anderes ist Ernährung. Da muss man aufpassen, dass man dann nicht in die falsche Richtung abdriftet, ja, oder einen zu starken Effekt hat. Beispiel Nummer 2. Diabetes Typ 2. Ihr geht zum Arzt und ihr kriegt Insulin und ihr sagt ihm nicht, dass ihr eure Ernährung komplett umstellt. Ja, auch sagen wir vom Fleischesser zum Veganer. So, durch diese Ernährungsumstellung geht das Fett aus den Zellen raus. Ja. Typ 2 Diabetes kriegt man nicht von Zucker, sondern von Fett. Geht das Fett aus den Zellen raus und euer Körper kann wieder besser Zucker aufnehmen, Insulin arbeitet wieder besser, aber ihr spritzt euch Insulin. Es kann sein, dass ihr dann unterzuckert. Ja, ihr braucht dieses extra Insulin nicht mehr oder viel weniger davon. Ja, und das kann auch dann zu Problemen führen. Von daher müsst ihr genauso wieder Rücksprache mit eurem Arzt halten und euch selber informieren, ja, was diese Ernährung auf eure Krankheit für eine Auswirkung hat. Nicht, dass das dann wieder doppelt gemoppelt ist, ne? Wie man so sagt. Von daher, Leute, bei Medikamenteneinnahme aufpassen, dass man nicht, ja, in die falsche Richtung läuft oder einen zu starken Effekt hat. Immer mit dem Arzt besprechen, selbst recherchieren und ja, am besten gar keine Medikamente nehmen, weil auf lange Sicht werden Medikamente, egal welche es sind, werden dich töten. Okay, so viel dazu zu dem Thema, ne? Einfach mal so ein kleines Infovideo für euch, ja, damit man auch auf solche Ideen kommt, ja, dass man da aufpassen sollte. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Video.